Wie funktioniert Tax-Free Shopping? Sie können sich die Mehrwertsteuer auf Ihre Einkäufe erstatten lassen, wenn Sie Ihren ständigen Wohnsitz außerhalb der EU haben, Sie in einem Land der EU zu Besuch waren und dort für mehr als 25 Euro eingekauft haben und Sie die EU innerhalb von 3 Monaten nach Ihrem Einkauf wieder verlassen. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen jetzt. Sie kaufen bei Tripidi höchstwertige Artikel von europäischen Topmarken. Bitte informieren Sie eine Tripidi-Mitarbeiterin, dass Sie sich gerne die Mehrwertsteuer erstatten lassen wollen. Wir füllen mit Ihnen die notwendigen Formulare aus. Auf dem Global Blue Formular müssen folgende Informationen eingetragen werden: Name, Straße, Stadt, Land und Reisepassnummer. Die Tripidi-Verkäuferin heftet dann den Kassenbon Ihres Tripidi-Einkaufs an das Global Blue Formular. Wichtig! Sie dürfen den Kassenbon nicht wieder von dem Formular ablösen. Um sich die Mehrwertsteuer dann am Flughafen erstatten zu lassen, müssen Sie die Schalter des Zolls und die unseres Partners Global Blue besuchen. Es gibt Zoll- und Global Blue Schalter vor und hinter der Sicherheitskontrolle. Welche Schalter Sie besuchen müssen, hängt davon ab, ob Sie Ihre Einkäufe im Koffer, im Handgepäck oder in beidem transportieren. Transportieren Sie alle Einkäufe im Koffer, den Sie aufgeben, dann gehen Sie zunächst mit Ihrem Koffer zum Check-in. Informieren Sie vorab den Check-in-Mitarbeiter, dass Sie Ihren Koffer noch beim Zoll vorführen und ihn daher wieder mitnehmen müssen. Der Check-in-Mitarbeiter wird Ihr Gepäck mit Gepäckschildern versehen und Ihnen zurückgeben. Gehen Sie nun mit dem Gepäck zum Zollschalter und lassen Sie sich dort auf Ihrem Global Blue Formular die Ausfuhr der Waren und den Wohnsitz außerhalb der EU bestätigen. Der Zoll bescheinigt Ihnen auf Ihrem Global Blue Formular die Ausfuhr der Artikel. Im Frankfurter Flughafen finden Sie die Zollschalter, wenn Sie diesen Schildern folgen. Anschließend gehen Sie zum Global Blue Schalter nebenan und lassen sich den Erstattungsbetrag auszahlen. Dann gehen Sie durch die Sicherheitskontrolle zu Ihrem Abfluggate. Transportieren Sie alle Einkäufe im Handgepäck, dann gehen Sie nach dem Check-in durch die Sicherheitskontrolle. Gehen Sie nach der Sicherheitskontrolle zum Zollschalter und lassen Sie sich dort auf Ihrem Global Blue Formular die Ausfuhr der Waren und den Wohnsitz außerhalb der EU bestätigen. Anschließend gehen Sie zum Global Blue Schalter nebenan und lassen sich den Erstattungsbetrag auszahlen. Transportieren Sie Einkäufe im Koffer, den Sie aufgeben, und im Handgepäck, dann müssen Sie 2-mal zum Zoll und 1-mal zum Global Blue Schalter. Gehen Sie zunächst mit Ihrem Koffer zum Check-in. Informieren Sie vorab den Check-in-Mitarbeiter, dass Sie Ihren Koffer noch beim Zoll vorführen und ihn daher wieder mitnehmen müssen. Der Check-in-Mitarbeiter wird Ihr Gepäck mit Gepäckschildern versehen und Ihnen zurückgeben. Gehen Sie nun mit dem Gepäck zum Zollschalter und lassen Sie sich dort auf Ihrem Global Blue Formular die Ausfuhr der Waren und den Wohnsitz außerhalb der EU bestätigen. Danach gehen Sie durch die Sicherheitskontrolle und dann zunächst wieder zum Zollschalter, um sich auch die Ausfuhr der Artikel im Handgepäck bescheinigen zu lassen. Haben Sie die Ausfuhrbescheinigung für alle Artikel, dann gehen Sie zum Global Blue Schalter nebenan und lassen sich den Erstattungsbetrag auszahlen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkauf. Besuchen Sie uns unter www.tripidi.com und in unserem Geschäft am Frankfurter Flughafen, Terminal 1, Ankunftshalle A. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie bei uns vorreservieren können, schauen Sie sich unseren Film Was ist Tripidi an.